Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich finde, angesichts des Dieselskandals und des Betrugs an Tausenden von Autobesitzerinnen und Autobesitzern ist es absolut angebracht, zu hinterfragen, wie und ob solche strukturell und wissentlich angelegten Rechtsverstöße angemessen bestraft werden. Und ich finde, wenn man sich die derzeitig geltende Regelung im Ordnungswidrigkeitengesetz noch mal anschaut, dann wirft das schon einige Fragen auf. Einmal die fehlende Pflicht, Ermittlungen bei einem entsprechenden Verdacht einleiten zu müssen, aber auch die Obergrenze von 10 Millionen Euro Strafe werfen da Fragen auf, die diskutiert werden müssen. Denn wenn man sich mal anschaut, was für Schäden dabei entstehen bei solchen kriminellen Handlungen, dann ist, finde ich, eines klar, dass sowohl dass sozusagen das Verhältnis der Strafe zu den illegal gewonnenen Einnahmen durch das kriminelle Handeln, aber eben auch der Schaden an der Bevölkerung und an den geschädigten Personen eben in keinem wirklich guten Verhältnis zueinander stehen und dass die derzeitige Gesetzeslage letztendlich eben auch keine wirksame Abschreckung entfalten können. Und ich finde, dass neben der Frage dieser Obergrenze für die Geldstrafe kann und darf es eben nicht sein, dass derzeit nur einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so quasi als Bauernopfer belangt werden können, insbesondere dann nicht in solchen Fällen, in denen das Management von den Rechtsverstößen wusste, sie womöglich angeordnet hat oder eben in Kenntnis der Sachlage bewusst nichts dagegen unternommen hat. Und da kann ich auch den Frust von Geschädigten verstehen, wenn verantwortliche Wirtschaftsakteure nicht belangt werden beziehungsweise nicht belangt werden können. Und ich will hier noch mal auf den Fall Envio in Dortmund eingehen. Das ist ja ein ganz konkreter Fall, den wir hier in Nordrhein-Westfalen ja auch erlebt haben. Die Rechtsverstöße der Firma Envio gelten ja als eine der größten Umweltskandale zu Recht der Bundesrepublik. Hier wurden Arbeitsschutzmaßnahmen ganz grob missachtet. Bei mehreren hundert Arbeitern wurden zu hohe PCB-Werte im Blut gemessen. Es wurden Familien und auch deren Kinder kontaminiert. Die gesundheitlichen Schäden sind heute noch da. Und das ganz offensichtlich deshalb, weil das Unternehmen Envio eben offenbar auf Profit gesetzt hat und sich überhaupt nicht um Vorsichtsmaßnahmen und um das Interesse seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gekümmert hat. Und dass dann jetzt in diesem Jahr, im April 2017, das Verfahren gegen den Manager von Envio eingestellt wurde, ich glaube schon, dass wir das für die geschädigten Personen, also sowohl die geschädigten Arbeitnehmer und deren Familien, aber eben auch für die Anwohnerinnen und Anwohner und auch eben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, denn es ist ja nach wie vor nicht klar, wer eigentlich diese 7 Millionen Euro, die für die Sanierung gebraucht werden, wer das eigentlich bezahlen soll. Wahrscheinlich wird das die öffentliche Hand nachher tragen müssen. Und dass das für diese Personen kaum zu akzeptieren ist, ich finde, das ist absolut nachvollziehbar. Und es geht mir ehrlich gesagt auch ähnlich. Und deshalb muss es uns doch darum gehen, dass sowohl kriminelle Unternehmen angemessen bestraft werden. Es muss uns aber auch deshalb darum gehen, weil wir doch ein Interesse daran haben, das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken. Und gerade deshalb brauchen wir eben eine wirkliche, wirksame Ahndung von Rechtsverstößen von Unternehmen. Und ich glaube, dass wir hier wirklich eine spannende Debatte im Rechtsausschuss vorhaben. Ich freue mich auf diese Diskussion. Ich will mir dann aber doch eines ehrlich gesagt nicht verkneifen. Wenn ich richtig informiert bin, dann gehört hier der Bundesjustizminister doch der antragstellenden Fraktion an. Und dann finde ich es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass da in den letzten 4 Jahren im Deutschen Bundestag wenig zu passiert ist zu diesem Thema, wie wir es jetzt hier im Landtag diskutieren. Da hätte ich mir auf Bundesebene in den letzten Jahren ehrlich gesagt dann doch mehr gewünscht. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein spannendes Thema. Ich danke auch der SPD, dass sie es auf die Tagesordnung gesetzt haben für den Rechtsausschuss. Ich freue mich auf die Diskussion und ich glaube wirklich, dass wir diese Debatte ausführlich da auch führen sollten. Thank you.